Herkules kann nie wieder auf diese Erde zurück. Wer einmal in das Reich der Toten eingegangen ist, für den gibt es keine Rückkehr. Niemals. Und ohne Herkules ist Theben für uns eine leichte Beute, das sage ich euch. Freunde, glaubt mir, Theben fällt, ehe wir einen Mann verloren haben. Meinst du nicht auch, Eunomus? Mächtiger Eurytus, wir sind deine Verbündeten. Und unsere Treue kennt keine Zweifel. Wir folgen dir, wohin du uns führst. Schon gut, das genügt, ich danke dir. Na und du, Manes, du hast anscheinend noch irgendwelche Bedenken. Wenn Herkules wirklich tot ist. Wenn! Ich habe euch nicht nach den Toten aus dem Hades gefragt. Ich habe euch gefragt, ob ihr Mut habt. Ihr alle, wie ihr da seid. Ob ihr mit mir ausziehen wollt, Theben gemeinsam zu erobern. Du verlangst eine ehrliche Antwort. Die Mauern von Megara sind nicht so stark wie deine Stadtmauer, die die Zyklopen gebaut haben. Unsere Mauern wurden nur von schwachen Sklavenhänden errichtet. Daher fürchten wir die Rache des Herkules. Herkules! Fürchtet ihr ihn noch nach seinem Tode? Herkules ist tot und kehrt nicht wieder. Wir aber müssen Theben erobern, damit wir leben können und sicher sind. Komm schnell. Hier, nimm das. Und wenn du wieder gehen willst, wähle die Stunde vor der Wachablösung, dann ist der Weg frei. Gut. Jetzt müssen wir handeln. Unsere Feinde sind uneinig, das müssen wir ausnutzen. Aber vergesst nicht, ich habe euch heute zum letzten Mal gefragt. Hyllus hat eben den Wachtposten passiert. Eurytus, gib mir bis morgen Zeit. Morgen werde ich die Antwort geben. Ich auch. Morgen. Auch meine. Gut, ich warte bis morgen, aber nicht länger. Aber wehe euch, ich lese morgen immer noch Angst auf euren Gesichtern. Unsere Liebe ist doch kein Verbrechen. Herkules hat mir verboten, nach Heraklion zu gehen. Er hat mir nie den Grund genannt. Auch Eurytus ist gegen unsere Verbindung. Hyllus, mein Liebster. Hyllus, ich habe schreckliche Angst um dich. Lass uns gemeinsam fliehen. Noch heute Nacht. Heute Nacht ist es unmöglich. Die Stadt wird stark bewacht. Ich gebe dir ein Zeichen, wenn wir fliehen können. Ich warte auf dieses Zeichen. Denke daran. Nimm diesen Schmuck als Pfand unserer Liebe. Ich danke dir, Hyllus. Du gehörst mir. Für immer. Und wenn du in Gefahr bist, schicke mir diesen Schmuck. Und ich komme zu dir ganz gleich, wo du auch bist. Thank you.
Hast du überhaupt kein Herz? Ich habe zu viel Herz, mein Liebling. Du siehst ja, dein Liebhaber veranstaltet Feste und ist sogar in der Lage, mit den Gästen zu scherzen. Ein Liebhaber, der mich nicht mehr liebt. Hol jetzt Thea und sei geschickt, damit das Täubchen nicht merkt, was hier los ist. Du bist mein böser Dämon, Tyndarus. Wenn es nicht Eurytus wäre, für dich würde ich keinen Schritt mehr tun. Die arme Thea. Sie hat mir schon immer vertraut. Sie vertraut mir heute noch. Und ich verrate sie so gemein. Deine edlen Gefühle sind nur überflüssiger Ballast. Geh jetzt. Nach guten Speisen und guten Weinen folgen gute Entschlüsse. Ich weiß, dass ihr treue Verbündete seid. Und doch habe ich zu euch nicht so viel Vertrauen wie zu meinem Koch. Seid vorsichtig, die Wache kommt. Geh, Ulus, geh, ich bitte dich. Denk an unser Zeichen. Geh jetzt. Komm, komm, meine liebe Thea. Du weißt, ich bin wirklich deine Freundin. Ich bin verloren, wenn Eurytus merkt, dass ich dir und deinem Geliebten helfe. Ismene, ich bitte dich, versuche doch, Eurytus umzustimmen. Dann droht Helos wenigstens keine Gefahr mehr, wenn er mich sehen will. Selbst im Netz gefangen. Nicht mal dein Vater könnte dich befreien. Lass ihn nur im Netz zappeln. Morgen hat er sich bestimmt beruhigt. Bevor er mit mir in den Kampf gegen Theben zieht, will ich alle Zweifel beseitigen, dass Herkules wirklich tot ist. Also, als Beweis dafür, dass Herkules tot ist, biete ich euch morgen ein herrliches Schauspiel, nämlich die Hinrichtung seines Sohnes. Nein. Das willst du wirklich wagen? Die Götter haben Herkules aus dem Weg geräumt. Ich beseitige seinen Sohn. Und dann nehmen wir uns Theben. Wenn es so ist, Eurytus, dann folgt Mykene deinem Schwert. Und Pylos auch. Und wer aus dem Geschlecht der Medeas? Auch Kalidon schließt sich dir an. Du bist so schweigsam, Timokleus. Musst du immer noch überlegen? Ich überlege wirklich noch. Ich bin schon alt, Eurytus. Du weißt, das Alter braucht immer viel Zeit zum Überlegen. Kennst du Alkinoe? Ihr Vater war auch alt und unentschlossen wie du. Ich habe seine Stadt zerstört und ihn getötet. Jetzt ist seine Tochter meine Sklavin. Um euch eine Freude zu machen, habe ich hier ein kleines Abbild des großen Theben. Eine Stadt, die uns zu groß werden könnte. Und das wünscht sich doch wohl keiner von uns. Habe ich nicht recht? Theben. Anscheinend gefällt dir die Stadt sehr gut. Mir auch. In diese schöne Stadt gehört ein Mann, der stärker ist, als ich es bin mit meinen schwachen Kräften. Der
Der Gedanke, Theben zu erobern, ist schön. Akinwe, du bist nicht sehr klug. Ein nettes Wort von dir und ich sorge dafür, dass du deine Freiheit wiederbekommst. Lieber bleibe ich die Sklavin des Eurytos. Ihn kann ich wenigstens hassen. Aber für dich habe ich nur Verachtung. Wenn unsere Heere vereinigt sind, schlagen wir die thebanischen Reiter in die Flucht. Du hast recht, Eurytos. Noch nie ist ein Toter aus dem Hades zurückgekehrt. Auch Herkules nicht. Mich hält jetzt nichts mehr. Theben gehört uns. Timokleus! Komm her, was bringst du für Nachrichten? Etwas aus Megara? Nein, hoher Herr, ich bringe was aus dem Reich der Toten. Herkules? Ja, mein hoher Herr. Ganz Hellas kennt schon diese Nachricht. Herkules hat den Unbesiegbaren doch besiegt. Er geht jetzt zum Tempel des Gottes der Rache. Bringt ihm den Blutdiamanten, den er den höllischen Mächten geraubt hat. Feiglinge! Elende Feiglinge! Vor einem Namen lauft ihr schon weg. Auch die Götter sollen wissen, dass ich Herkules nicht fürchte. Morgen werde ich Hyllos vor aller Welt hinrichten lassen. Langsam, Eurytos. Du wirst morgen niemanden hinrichten. Hör mir zu. Heute Nacht noch wird Hyllos entfliehen. Hast du den Verstand verloren oder packt dich auch schon die Angst wie die anderen? Nein, Eurytos. Ich kann nur logisch denken. Aber du hast ja keine Ahnung, was Denken ist. Du bist ja nur eine unförmige Masse aus Muskeln, aus Überheblichkeit und Brutalität. Schweig! Was soll ich also deiner Meinung nach tun? Ich will wissen, was ich tun soll. Sag mir, Eurytos, wer lenkt eigentlich die Taten der Menschen? Noch, das Schicksal. Nein, nicht das Schicksal lenkt. Der Egoismus. Zum Beispiel der junge Hyllos. Er will Thea. Und um Thea zu bekommen, ist er bereit, alles zu tun. Und Alcinoe? Was will nun Alcinoe? Alcinoe will ihre Freiheit wieder haben. Wenn du etwas Kluges tun willst, lass Akinwe holen. Wer bist du? Sprich leise. Ich bin Akinwe. Du musst fliehen. Ich habe dafür gesorgt, dass die Wächter dich nicht sehen. Warum tust du das für mich? Thea war bis jetzt die Einzige, die gut zu mir war. Auch Ismene will, dass du wieder frei bist. Eurytos hat Thea verboten, dich zu sehen. Thea, warum nur? Eurytos will Herkules für sich gewinnen, um dann Theben erobern zu können. Aber Herkules hat eine Bedingung gestellt. Er will Thea. Das ist eine Lüge, Slavin! Ich habe dich aus dem Netz befreit. Verzeih, ich weiß nicht mehr, was ich tue. Thea ist noch so jung und schön. Schwöre mir, dass es wahr ist. Und beim Zeus, ich werde zu meinem Vater gehen. Nein, das wirst du nicht tun. Du wirst niemandem etwas sagen, auch deinem Vater nicht. Und vor allem, lass dich nie wieder hier im Königspalast sehen. Aber... Wenn du Thea wirklich liebst, darfst du nie wieder hierher kommen. Wenn die Gefahr vorbei ist, komme ich zu dir und sage dir dann, was du tun musst. Geh jetzt und beeil dich. Es wird schon hell. Du Gott der Rache, ich bitte dich, vergiss deinen Zorn gegen mich. Ich bringe dir diesen Edelstein als Geschenk aus dem Hades. Er hat die Farbe des Blutes.
größte Heldentat vollbracht. Damit bist du befreit von jedem Fluch. Ich danke dir für diese Worte, Sibylle. Ja, Herkules, du bist frei. Die Götter nehmen alle Strafen von dir. Jetzt kannst du in Frieden leben. Schon immer wollte ich in Frieden leben. Aber meine Kraft wurde mir zur Qual. Damit ich wirklich in Frieden leben kann, sage mir noch eins. Sprich. Mein Sohn und Thea. Herkules, mein Freund, ich will der Erste sein, der dich umarmt. Ganz Theben hat für deinen Sieg geopfert und gebetet. Ich brauchte eure Opfergaben. Nie war der Tod mir näher als bei diesem Kampf. Ich bringe dich sofort zu deinem Haus. Die Freude deines Weibes und deines Sohnes muss ich miterleben. Und ihr, meine Freunde, reitet nach Theben zurück und berichtet allen, was ihr hier gesehen habt. Erzählt dem Volk, dass Herkules als Sieger wiedergekehrt ist. Zurück in mein Haus, von allen Gefahren ausruhen. Ich hoffe, dass diese Heimkehr mir den Frieden bringt, von dem ich lange träume. Ich verstehe dich. Auch ein Held freut sich, einmal ausruhen zu können. Ja. Wie weit bist du? Es ist alles hergerichtet. Ich habe das Lager für Herkules bereitet und Kräuter in seinem Zimmer verbrannt, damit er einen guten Schlaf findet. Ist gut. Weg! Geh da runter! Sehen Sie, Herren, es gibt Wildschweinbraten. Das ist das Lieblingsessen unseres Herrn. Sehr gut, Lika. Wir müssen auch die Heimkehr des Herrn gebührend feiern. Warum bist du heute so traurig, Hyllus? Willst du mir nicht sagen, was dich bedrückt? Gerade heute, wo dein Vater heimkehrt. Was macht dir so viel Kummer? Thea? Ich werde nie mehr glücklich sein. Aber frage mich nicht nach dem Grund. Ich kann diesen Schmerz kaum ertragen. Aber ich will nicht, dass du mit mir leidest. Der größte Schmerz einer Mutter ist es, ihren Sohn leiden zu sehen. Vertrau dich mir an, vielleicht kann ich dir helfen. Wie kannst du mir helfen, solange Vater gegen Thea ist? Aber doch nur wegen der Gefahren, die dich bei Eurytus erwarten. Das ist nicht der Grund, Mutter. Es ist etwas anderes. Ein Geheimnis, das er uns nie erzählen wird. Mein Vater will dieses Mädchen für sich selbst haben. Was sagst du da? Dein Vater... Das ist unmöglich. Die es mir erzählt hat... hatte keinen Grund, mich zu belügen. Oh, ich wünschte, Vater wäre niemals aus dem Reich der Toten zurückgekehrt. Du versündigst dich, Hyllus. Dein Vater will dir Thea nicht streitig machen. Ich glaube dir einfach nicht. Aber es ist die Wahrheit. Bald wird Vater hier sein. Dann stell ihn doch auf die Probe. Frag ihn nach Thea. Nein, mein Sohn. Warum denn? Ich brauche keine Beweise. Ich kenne sein Herz genauso gut wie meins. Sag lieber, du wagst es nicht, weil du Angst hast. Angst hast, die Wahrheit zu erfahren, die dich erschrecken würde. Genug, Hyllus, sei jetzt still! Du darfst so etwas nicht sagen. Na los doch nun, fass doch an! Heb doch an, ich kann doch nicht alles alleine machen. Das leichte Ding werdet ihr doch noch hochkriegen. Und jetzt festhalten! Ich sage es ja, wenn ich nicht dabei bin, dann geht überhaupt nichts. Oh, seht mal, wer da kommt! Herkules! 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 Gute Heimkehr, Herr! Wie war's eigentlich unter der Erde? Ich bin dir entgegengelaufen. Eben habe ich diesem schwachen Kerl ein bisschen geholfen. Wir wollten gerade diesen Balken hochheben. Wenn du uns dabei etwas helfen könntest, Herkules. Meinst du, dass wir das schaffen, du und ich? Ach, wir zwei bestimmt! Nehm den Balken! Fertig! Völlig fertig! Bravo! Er ist oben! Komm, Herkules, man erwartet. Bravo! Danke, Herkules. Eine gute Reise. Und die Götter mögen dich beschützen. Musik.
Wieder rein! Na los doch! Los doch! Los! Bleib hier an! Wartet mal! Haltet mal an! Herkules! Herkules, glückliche Heimkehr! Was willst du? Ich will mein Feld vergrößern und ein Stück Acker roden. Sehr schön, eine gute Idee. Ich habe mir auch zwei starke Ochsen gekauft, aber... Aber? Was heißt aber? Was soll ich dir sagen? Die beiden Ochsen schaffen es nicht, den Baum auszureißen. Sie doch selbst. Sie schaffen es einfach nicht. Gut, ich verstehe. Na, helfen wir ein bisschen. Also. Willkommen, Herkules. Willkommen, Herkules. Los, verschwindet. Ich danke dir, Herkules. Herkules! Soll ich dich lieber mit anfassen? Mach, dass du wegkommst. Dann hast du es aber leichter. Du sollst machen, dass du wegkommst. Los, geht jetzt ins Haus. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Sei herzlich willkommen. Hier kommen. Hast du den Cerberus mit dem Schwert getötet? Dummkopf, mit einem einfachen Schwert. Ein Ungeheuer kann man doch nur erwürgen. Dich erwürge ich auch gleich. Lass den Herrn in Ruhe. Ich will ihm doch nur erklären, wie schwer es ist, so ein Ungeheuer zu töten. Dann kommt Feuer aus seinem Maul und dann macht es. Wow! So, jetzt habt ihr es gehört. Du musst und jetzt mir doch ist genau zeigen, wie man so ein Tier jetzt anreift. Sei still, du Drachentöter. Ins Haus, los! Und Hyllus? Wo ist mein Sohn Hyllus? Da ist Hyllus. Warum kommt mein Sohn seinem Vater nicht entgegen? Deinen Sohn Hyllus zu zähmen, wird deine letzte Heldentat sein. Willkommen, Vater. Warum siehst du mich nicht an, wenn du mich begrüßt? Warum schlägst du die Augen nieder? Du bist sicher hungrig, Herkules. Und du auch, Androklus. Es ist angerichtet. Entschuldige bitte, ich möchte heute Abend gern allein sein. Mach dir meinetwegen keine Sorgen. Ich bleibe bei Hyllus. Schlaf du dich erst einmal aus. Wir wollen auch morgen auf die Jagd gehen. Zum Erzählen ist immer noch Zeit. Was hast du gegen deinen Vater? Mir kannst du es doch sagen. Du weißt, ich bin dein Freund. Ich habe nichts zu sagen. Kommen Sie zu Tisch, junger Herr. Ja, zu Tisch. Also gut, gehen wir zu Tisch. Ich werde mich zu dir setzen, aber hoffentlich verderbe ich dir nicht den Appetit. Warum solltest du hören? Dann gehen wir. Dann gehen wir. Gehen wir. Er ist eifersüchtig. Er will deine Liebe nicht teilen. Versuch jetzt zu schlafen. Schließ deine Augen und schlaf. Ich kann nicht schlafen, Deianira. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich die Schatten derer vor mir, die ich getötet habe. Ich sehe nur Kampf und Blut. Aber das ist doch alles vorbei. Du bist jetzt wieder bei mir. Und nichts soll den Frieden unseres Hauses stören. Frieden. Nicht einmal in meiner Familie finde ich Frieden. Hast du gesehen, wie Hyllus mich empfangen hat? Er hat mich angesehen, als wäre ich sein Feind. Sei nicht zu streng gegen Hyllus. Er ist doch noch ein Junge. Und er ist verliebt. Wenn du ihm erlauben würdest, dass er diese Tee... Nenne mir nicht den Namen. Gerade du dürftest nicht darum bitten. Aber warum? Sag mir doch bitte den Grund. Du weißt, dass Hyllus seit seiner Kindheit in dieses Mädchen verliebt ist. Schluss! Ich will nichts mehr hören! Ich will diese Liebe nicht. Eher möchte ich meinen Sohn tot sehen, als mit Thea verheiratet. In diesem Fläschchen ist der Trank, der Herkules wieder zur Vernunft bringen soll. Wenn Hyllus allen im Hause erzählt hat, dass du ihn befreit hast und man dir vertraut, übergib ihm heimlich diesen Trank. Ich soll also dein gefügiges Werkzeug sein, um Herkules zu töten? Wer spricht von töten? Es soll ihn nur zur Vernunft bringen. Ist es dasselbe Gift, das du benutzt hast, um den rechtmäßigen König von Eukalia, deinen Bruder Kleone, umzubringen? Hast du ihr das erzählt? Nein, Eurytus, du hast es mir selbst erzählt im Schlaf.
Nachts schreist du es heraus, von den Furien der Ermordeten gejagt. Was habe ich dir noch erzählt? Dass du Angst hast, deine Herrschaft zu verlieren. Dass du Thea heiraten willst, die Tochter des wirklichen Königs, um weiterhin König bleiben zu können. Und was noch? Dass du Angst vor Herkules hast. Und dass ich dich jetzt umbringe, habe ich dir das auch erzählt? Tu es doch, Eurytus. Aber dann wird Hyllus nie das Gift erhalten und Herkules wird leben. Sei vorsichtig, Eurytus. Alkinoe ist nicht dumm. Sie weiß genau, dass wir sie brauchen und deshalb kann sie auch Bedingungen stellen. Ich habe ihr doch die Freiheit versprochen. Wenn ich Alkinoe nach dieser kleinen Geschichtsstunde richtig verstanden habe, genügt ihr diese Freiheit eben nicht mehr. Oder irre ich mich? Eurytus, du hast das Reich meiner Väter zerstört und mich zur Sklavin gemacht. Ich will wieder anerkannte Königin sein. Da, auf diesem Thron, an deiner Seite. Und wenn ich Nein sage? Warum denn nicht? Überlegst du, Eurytus? Alkinoe ist eine echte Königstochter. Thea ist kalt und viel zu langweilig für dich. Thea hat ein Anrecht auf den Thron. Arme Thea, ein Recht, von dem sie nichts ahnt und ihr Vater ihr nichts mehr erzählen kann. Ja, wir waren nicht sehr nett zu ihr. Man soll Vater und Tochter nicht auseinanderreißen. Aber noch können wir alles wieder gut machen, Eurytus. Sicher würden es die Götter sehr begrüßen, wenn wir dafür sorgten, Thea mit ihrem Vater wieder zu vereinigen, damit sie endlich gemeinsam glücklich sein können. Du bist wahnsinnig, Tyndaros. Hör auf meinen Rat, Eurytus. Alkinoe will uns helfen, also müssen wir sie auch belohnen. Habe ich dich nicht immer gut beraten? Alkinoe, du siehst, er willigt ein. Bald wirst du Königin. Ich will es aus seinem Munde hören. Ich gebe dir mein Wort, Alkinoe. Und jetzt geh. Die Reiter, die dich zum Wald bringen sollen, warten auf dich. Was wird nun? Ein gegebenes Wort kann man auch wieder zurücknehmen. Ich verzichte nicht auf Alkinoe und du brauchst Thea, um herrschen zu können. Und wenn sie unser Geheimnis verrät? Sie wird nichts verraten, Eurytus. Woher weißt du das? Weil ich weiß, wie ich sie zum Schweigen bringe. Hier musst du entlang. Am Ende des Waldes ist das Haus des Herkules. Du weißt, was von dir abhängt. Kümmere dich nicht um mich. Ich weiß, was ich zu tun habe. Versteckt euch und wartet, bis ich zurückkomme. Jungfrau Artemis, bitte hilf mir. Mein Herz erbebt vor Furcht. Erhöre mein Gebet. Schütze meinen Geliebten vor Gefahren. Und erleuchte seinen Vater Herkules. Du hast aber Glück gehabt. Du hast nicht einen Kratzer. Ich kam zur richtigen Zeit. Es wäre auch schade um sein hübsches Gesicht. Hast du dich so erschrocken, dass du nicht mehr reden kannst? Sag doch was. Warum bist du so stumm? Du hast mir das Leben gerettet. Ich wäre auch sehr unglücklich, wenn es mir nicht gelungen wäre. Ich bin schon seit heute Morgen auf der Jagd. Nun habe ich doch noch einen Bären erlegt. Warum wagst du dich allein in den Wald? Bitte frag mich nicht, ich kann es nicht sagen. Dann sag mir wenigstens, wer du bist. Ich heiße Alkinoe. Und wer bist du? Ich bin Herkules aus Theben. Hoffentlich jagt dir mein Name keine Angst ein.
Das sind meine Begleiter. Los, weg hier! Weg! Na los schon! Herkules, endlich! Wir suchen dich überall. Ha, hast du den Bären da erlegt? Ich hatte Glück. Ich kam gerade zur rechten Zeit, um Alkinoe vor diesem Burschen da zu retten. Alkinoe? Wo ist dieser Alkinoe? Na da. Das verstehe ich nicht. Sie ist fort. Eben hat sie noch dort gelegen. Da hat dir eine reizende Nymphe etwas vorgegaukelt. Hast also Hyllus das Fläschchen überreicht und ihm erklärt, dass dieser Trank seinen Vater zur Vernunft bringt? So ist es, Eurytus. Weißt du bestimmt, dass dich niemand gesehen hat? Niemand. Lügnerin. Man hat dich doch gesehen. Warum hast du mich nicht beauftragt? Ich habe dir all die Jahre treu gedient, aber einer Sklavin gibst du den Vorzug. Sie hasst dich und ich liebe dich. Hör auf zu schwatzen. Eure Liebe oder Hass ist uns gleichgültig. Sie hat getan, was sie sollte. Das hat sie nicht. Sag die Wahrheit. Reden, Alkinoe. Dann gebe ich die Antwort. Das Weib hat mich verraten. Wächter! Dreh schneller. Ah, nicht zu schnell. Du? Dreh doch selber. Nicht mal ein Wildschwein alle kann er richtig umdrehen. Aber ich bin doch auch nur ein Mensch. Jetzt bist du in deinem Heim. Hier finde ich Ruhe und den Frieden, den ich mir immer gewünscht habe. Die Götter mögen dich beschützen. Wir sind glücklich, dass du wieder bei uns bist. Wir haben alle für deine Heimkehr gebetet. Ich danke euch. Dich, Herkules. Ich danke euch. Feiert ohne mich, ich würde euer Fest nur stören. Dein Vater wird dich an der Tafel vermissen? Ich glaube kaum, dass mein Vater meine Abwesenheit merken wird. Willst du wieder nach Heraklien gehen? Wo soll ich sonst hingehen? Auch von dir ließ sich Vater nicht überzeugen. Ich kann nur versuchen, Eurytus umzustimmen. Deianira, Hyllus, kommt her! Ja. Leb wohl, Mutter. Die Götter seien dir gnädig, mein Sohn. Ohne dich war es hier sehr traurig, Herkules. Aber jetzt wird es wohl wieder anders. Reden wir nicht mehr davon. Vergessen wir die Vergangenheit und alles, was hinter uns liegt. Reden wir lieber von... Hyllus. Wo ist Hyllus? Er ist weggegangen. Er ist weggegangen? Herkules! Herkules! Vertrau mir doch. Warum sagst du mir nicht alles? Warum bist du gegen diese Liebe? Warum hilfst du deinem Sohn nicht? Du weißt, er liebt dieses Mädchen. Binde dich an diesem Baum fest, wenn du mir nicht versprichst, nicht mehr nach Ökalia zu gehen. Nein. Wie du willst. Ich gehe nach Ökalia, denn ich liebe Thea und es wird dir nicht gelingen, mich zurückzuhalten. Es tut mir leid, mein Sohn, aber du wolltest es ja so. Ich habe Angst, Androklus. Was soll ich machen? Du weißt es doch auch. Wenn man nur den Namen Thea nennt, ist er wie von Sinnen. Ich habe Angst, dass ihm etwas geschieht. Jetzt hast du Zeit, dir alles zu überlegen. Gib mir dein Wort und ich binde dich los. Verzeiht mir, meine Freunde. Jetzt wollen wir wieder fröhlich sein und uns das Essen schmecken lassen. Greift alle kräftig zu. Und Hyllus? Er steht da, unbeweglich, ganz in Gedanken. Aber Herkules... Es tut ihm gut. Vielleicht hat er Hunger. Wenn er Hunger hat, wird er sich schon melden. Dreh dich nicht um, Hyllus. Ich bin Iris, eine Sklavin.
Erkennst du das Zeichen? Ja, du kommst von Thea. Wenn sie in Gefahr ist, binde mich los. Ich muss ihr helfen. Nein, Hyllos. In Okalia könntest du ihr nicht helfen. Deshalb schickt mich Thea nicht zu dir. Was will sie von mir? Du sollst noch einmal versuchen, deinen Vater umzustimmen. Ich habe es oft genug versucht. Mein Vater ist dagegen. Dieser Zaubertrank stimmt ihn um. Mit dem Schwert in der Hand möchte ich meinem Vater gegenübertreten. Ruf ihn, Hyllos. Verlier keine Zeit. Leb wohl. Vater! Binde mich los! Ich gebe dir auch mein Wort! Da siehst du. Der Strick ist ein gutes Heilmittel. Ich möchte auch an deinem Fest teilnehmen, Vater. Ich möchte auf deinen Sieg trinken und auf deine Heimkehr. Na, endlich ist mein Sohn wieder der Alte. Hey, fang auf! Das nehmen wir. Komm rein, aber mach schnell. Hyllos ist in großer Gefahr. Man hat ihm gesagt, Herkules will dich für sich haben. Aber Herkules ist bald nicht mehr gegen uns. Eine Sklavin von Ismene ist zu Hyllos gegangen und hat ihm einen Trank gegeben, der seinen Vater zur Vernunft bringen soll. Man hat dich betrogen, Thea. Dieser Trank ist ein Gift. Eurytos will Herkules töten und Ismene hilft ihm bei diesem Verbrechen. Der Trank ist ein Gift? Ja, Thea. Ismene, das glaube ich nicht. Es ist die Wahrheit. Dieses Gift soll Herkules töten, wie schon deinen Vater getötet hat. Meinen Vater? Ja, deinen Vater. Dein Vater starb nicht so, wie man es dir erzählt hat. Du sollst Hyllos nicht heiraten, weil Eurytos dich zur Frau will. Durch dich soll aus seiner Gewaltherrschaft eine legale Regierung werden. Also stimmt es doch. Der. So bezahlst du Verräter, Alkinoe. Hol doch den anderen. Die Damen sollen zusehen, wie ich mit Verrätern umgehe. Hier, nimm dein Geld. Das Auspeitschen bezahle ich gerne selber. Du bezahlst jeden Mord, auch den an meinem Vater. Schweig! Thea, lass dir keine dummen Geschichten von dieser Lügnerin erzählen. Ja. Du hast Glück, Alkinoe. Tyndarus will, dass du am Leben bleibst. Ich hab's ihm versprochen. Aber du bleibst hier in Sicherheit. Ich will nicht, dass du herumläufst. Es könnte dir etwas zustoßen, verstanden? Hört jetzt auf! Das andere machen wir morgen. Weine nicht, Thea. Mit Tränen kannst du diese Kerkertüre nicht öffnen. Ich weine nicht um mich. Aber aus meinen Händen hat Hyllos das Gift erhalten. Ich habe Ismene den Schmuck gegeben, damit Hyllos auch wirklich meinen Worten glaubt. Jetzt kann nur ein mächtiger Gott uns noch helfen. Der Gott Echo, der meine Stimme auf die Flügel des Windes nimmt und sie zu Hyllos trägt. Liebe Freunde, füllt eure Becher und trinkt auf das Wohl von Herkules. Auf den unbesiegten Helden, den Beschützer der Armen, auf den Mann, der unsere Freiheit verteidigt gegen den Tyrannen von Ökaria. Solange Herkules lebt, leben wir alle. Und es lebt Theben. Oh, Herkules! Lang lebe Herkules! Er soll hier bei seinen Freunden und bei seinen Lieben noch viele Jahre glücklich verbringen. Voller Frieden und dem unermesslichen Glück, das wir ihm alle von ganzem Herzen wünschen. Hyllos, hör mich! Hörst du meine Stimme, Liebste? Hyllos, hör mich! Hörst du meine Stimme, Liebste? Ich warne dich! Ich warne dich! Nimm nicht diesen Trank! Nimm nicht diesen Trank! Ich glaube, der Sturm ist deine Begrüßung der Götter. Mein Herz betrogen! Wenn du mich liebst, tu es nicht! Wenn du mich liebst, tu es nicht! Wirf das Geld!
Freunde, wir lassen uns nicht erschrecken. Ich flehe dich an, Hyllus. Ich bitte dich. Als ich im Hades unten die Ungeheuer bekämpfte. Ich bitte dich. Bitte hör mich, Hyllus. Ich denke, ich habe mir jetzt einen guten Schluck verdient. Warum machst du das? Warum? Verzeih mir, Vater. Bitte, verzeih mir. Wir trinken auf Herkules. Trinkst du nicht mit uns? Dein Wohl, Vater. Bitte, verzeih mir, Vater. Ich verlange doch wirklich nicht so viel von dir, Herkules. Begleite mich nach Theben. Alle sagen immer dasselbe. Ich verlange doch nicht so viel von dir. Ich soll also mit nach Theben kommen. Du weißt, ich habe mir geschworen, ich will in Frieden leben. Ich will meine Ruhe und sonst nichts. Ich weiß es, Herkules, aber Theben ist deine Stadt. Also gut, ich komme mit nach Theben. Wir werden im Rat beschließen, was wir gegen Eurytos Pläne unternehmen können, aber sonst lasse ich mich auch nicht sein. Natürlich, Herkules. Ich verstehe dich. Und glaub mir, dein Frieden liegt mir genauso am Herzen wie die Sicherheit von Theben. Ja, ja, schon gut. Lika, sattle mein Pferd. Ist schon fertig, Herr. Du wusstest also im Voraus, dass ich mitkomme. Du merkst doch alles, Herkules. Herkules! Ja? Herkules, ich muss dir etwas erzählen. Hyllus? Er umarmte mich, als er fortging. Und du hast ihn gehen lassen? Er war verzweifelt. Er sah aus, als wollte er mich töten. Ach, du Närrin, du weißt nicht, was du getan hast. Schlaukopf, mein großer Berater, mein Verstand, mein großer Intrigant lässt sich von einer Frau an der Nase herumführen. Und von einem dummen Jungen lässt er sich alle seine Pläne zerstören. Ich verstehe es ja auch. Du hast noch nie etwas verstanden. Du wolltest mir einreden, dass unsere Taten nicht vom Schicksal bestimmt werden. Aber das Schicksal hat mir Hyllus in die Hand gegeben und jetzt werde ich tun, was ich gleich hätte tun sollen. Jetzt entscheide ich, ohne deinen klugen Rat zu hören. Hyllus muss sterben. Und ich fürchte Herkules nicht. Verbündeten sind da, außer Timokleos. Schlimm genug für ihn. Wenn er unser Bündnis verrät, werde ich seine Stadt dem Erdboden gleich machen. Dir, ich werde mich niemals mit Eurytos verbinden. Nein, das habe ich nicht um dich verdient. Nein, Herkules! 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 Was
hast du vor? Was soll der Elefant hier? Was soll das bedeuten, Eurytus? Das werdet ihr gleich sehen. Dieses Schauspiel wird meine Kraftprobe mit Herkules. Passt auf, es fängt an. Fehler alle ausgeführt worden? Du kannst beruhigt sein, Eurytus. Ich habe alles kontrolliert. Die Tore von Herkalia werden stark bewacht. Es ist soweit. Gleich ist der Sohn des Herkules dran. Elefant als Henker ist eine gute Idee. Mal was Neues. Da siehst du es. Andere Leute haben auch gute Ideen. Jetzt beweise ich euch, dass ich mich nicht vor Herkules fürchte. Seht ihr? Jetzt ist sein Sohn dran. Megara verlangen Einlass. Warten wir also mit der Hinrichtung auf die Gesandten. Warten mit der Hinrichtung, bis der Befehl kommt. Lasst mich machen. Verloren. Dieses Mal ist Herkules in unserer Gewalt. Sie nicht entfliehen! Ergreift ihn! Höre zu, mein Sohn. Die Prophetin soll dir das Geheimnis offenbaren. Sibylle, Herkules spricht zu dir. Große Prophetin, du Künderin der dunklen Zukunft. Offenbare meinem Sohn die verborgene Wahrheit. Sprich! Frage mich, Herkules, und ich werde antworten. Du kennst den Fluch, der auf Thea lastet, denn dir ist nichts verborgen. Schenk uns dein Wissen. Offenbare meinem Sohn das ganze Geheimnis. Dein Geschlecht kann nur dann in Eukalia herrschen, Herkules, wenn die Frau, die dich liebt, ihr Leben dafür opfert. Gehen wir, Hyllos.
jetzt kennst du das Geheimnis. Das Leben deiner Mutter liegt in deinen Händen. Und Thea, Vater? Was wird jetzt aus Thea? Du musst auf Thea verzichten. Ja, Vater. Dann verzichte ich auf alles. Verflucht sei das Haus, das ich erbaut habe. Und verflucht diese Erde, auf der ich keinen Frieden finden kann. Lass ihn, Herrin. Lass ihn. Es hat jetzt keinen Sinn, mit ihm zu sprechen. Erbeben soll das Haus durch meinen Fluch! Wir suchen uns ein besseres Land unter einem gütigeren Himmel. Und dort bauen wir uns ein neues Haus, das uns den Frieden schenken soll. Hillus berichtete mir von der Prophezeiung. Wohin wir auch gehen, niemand entgeht seinem Schicksal. Ich werde kämpfen. Herkules und Hyllos sind auf der Flucht. Thea, es tut mir leid, dass ich dir nie gesagt habe, wer du bist. Aber du weißt es ja nun. Und bald, sehr bald wirst du Königin sein. Nein, nein, niemals werde ich den Mann heiraten, der meinen Vater ermordet hat. Alcinoe! Nein! Ich warne dich, Aretus. Ich weiß, was ich tue. Wie gefällt dir das? Was jetzt? Misch dich nicht ein, Tyndaros. Wirst du mich heiraten oder nicht? Nein! Glaub mir, das ist ein schöner Tod. Mach mit mir, was du willst. Mach mich zu deiner Frau. Aber hör auf damit. Lass Alcinoe wieder frei. Thank you.
Karl, hier kommen wir nicht hinüber. Die Wasserfälle sind zu gefährlich. Wir müssen einen Übergang finden. Wartet hier. Es ist zu tief. Und ich kann nicht schwimmen. Ich muss hinüber, und wenn ich die Felsen versetze. Mutter, du kennst meinen Schmerz. Für mich gibt es kein Glück mehr. Was willst du tun? Im Tod endet alles. Sag so etwas nicht. Die Götter werden uns helfen. Mutter, die Götter sind gegen meine Liebe. Es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Mir, ihr Götter. Ich rufe euch, ihr Götter. Eumeniden, befreit meinen Sohn. Nehmt mein Leben als Opfer und schenkt ihm das Glück. Nein. Dein Tod ist nicht mein Glück. Hört nicht auf ihn, ihr Götter. Ich bin bereit zu jedem Opfer. Gebt mir eine Antwort. Hier bin ich, Deianira. Ich bin Polymorphos, Zentaur und Faun. Ich bin Wasser von diesem Wasser und der Nebel der Täler. Du hast die Eumeniden gerufen. Sie haben dich gehört. Ich komme, dich zu holen. Das hier versagt deine Kraft. Den Nebel kannst du nicht packen. Deianira! Deianira, wo bist du? Deianira! Deianira! Deianira, hörst du mich? Vater Zeus, ich wende mich gegen dich, wie du dich gegen mich gewandt hast. Ich breche die Gesetze der Götter und kämpfe gegen dich. Ich werde Deianira finden, auch gegen deinen Willen. Ich fordere dich heraus, großer Zeus. Dich und alle Götter des Himmels. Höre, was ich dir sage, Gott der Rache. Deinetwegen stieg ich ins Reich der Toten, bekämpfte den Cerberus und kehrte zu den Sterblichen zurück. Ich habe mein unglückseliges Land verlassen. Wenn man mir keinen Frieden geben will, wird meine Rache ohne Grenzen sein. Sage mir, wo Deianira ist. Antworte, Gott. Fürchte den Zorn des Herkules. Wenn du mir nicht antworten willst, zerstöre ich dein Standbild in diesem Tempel. Ich fürchte niemanden, weder im Himmel noch auf der Erde. Auch dein Zorn schreckt mich nicht. Soll meine Rache fürchten.
Herkules, du hast die Götter herausgefordert, aber ich stehe zu dir. Sag mir, wo ist Deianira? Der Tag ist gekommen, Herkules. Dein Geschlecht wird über Ökalia herrschen, aber die Frau, die dich liebt, wird sterben. Dann ist Deianira also in Ökalia. Ja, und ich verrate dir, wie du die unbesiegbaren Mauern zerstören kannst. Sag es mir, Sibylle. In dem Wald vor den Mauern zeigt dir ein Felsen, den der Blitz traf, den Weg, der dich in die Stadt... Was hat das zu bedeuten? Der Himmel verdunkelt sich und die Sonne ist erloschen. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir gar nicht. Diese Dunkelheit ängstigt mich. Wenn sie dich jetzt sehen könnten. Wenn deine Untertanen dich jetzt sehen könnten. Der Tyrann von Ökalia zittert auf seinem Thron wie ein Kind in panischer Angst vor der Dunkelheit. Du. Sag das nie wieder, Tyndaros, sag das nie wieder. Sonst schließe ich dir dein Schandmaul. Eurytos! Schnell, sieh dir das an! Ein Ungeheuer steht vor dem Tor. Bist du ganz von Sinnen? Ein Zentaur steht vor den Mauern. Er ruft immer deinen Namen. Eurytos, ich kenne deinen Hass gegen Herkules. Hier bringe ich dir sein Weib. Herkules hat mich durchbohrt. Räche mich. Ich danke dir, Zentaur. Ich werde dich rächen. Herkules hat mich zu Tode verwundet. Räche mich, Eurytos. Dass du kommst. Helios hat immer von mir behauptet, ich wäre der schnellste Reiter. Ich habe nur 100 Männer bei mir, aber es sind die besten aus Theben. Und jeder von ihnen will die unbesiegbaren Mauern alleine stürmen. Kein Mensch hat bisher diese Mauern bezwungen, aber diesmal müssen wir es schaffen. Komm, Freunde. Die Götter werden uns helfen. Nein, Androklus, die Götter werden uns nicht helfen. Ich habe die Götter herausgefordert. Wir kämpfen allein. Mir nach! Verdoppelt die Wachtposten auf den Mauern. Herkules ist zu allem entschlossen. Auch wenn die Mauern von Ökalia kein Werk der Zyklopen wären, könnte sie in dieser Nacht niemand durchbrechen. Ich habe die Reiter hinter den vier Haupttoren aufgestellt. Geht jetzt auf eure Posten. Ich habe das Gefühl, der Thron steht nicht mehr fest. Androklus kommt mit mir und Hyllos bleibt bei den Thebanern. Ich glaube, ich habe den Felsen gefunden. Sag doch ein Wort, beschimpfe mich. Aber sieh mich bitte nicht so an. Thea, glaube mir, ich liebe dich wie eine Schwester. Ich bitte dich, verzeih mir. Kannst du mir nie mehr verzeihen? Ich weiß, Thea, ich habe dich betrogen. Aber ich habe es nur getan aus Liebe zu Eurytos. Da ist er, der Felsen, der vom Blitz getroffen wurde.
Das ist die Stelle, die mir die Sibylle nennen wollte. Die unbesiegbaren Mauern sind hier über uns. Jetzt geh zu den Thebanern. Willst du es wirklich wagen? Bist du denn wahnsinnig? Ich befehle dir zu gehen. Wenn die Mauern anfangen einzustürzen, dringst du in die Stadt ein. Und wo bist du, wenn hier alles einstürzt? Ich weiß nicht. Mein Leben ist nicht wichtig. Wenn mir etwas zustößt, dann sorge für Deianira und meinen Sohn. Und nun geh. Wir haben keine Zeit mehr. Geh jetzt! Ich war gemein und verlogen. Ich weiß alles. Aber ich bekomme meine Strafe, die ich verdient habe. Eurytus wird dich heiraten. Und auf mich wartet nur noch der Tod. Lass mich! Ich hasse dich. Hast du kein Wort der Vergebung für mich? Wenn ich dir verzeihen soll, dann bringe mir erst das Gift, bevor Eurytus kommt. Ismene! Hinaus! Hab doch keine Angst. Ich werde nett zu meiner Königin sein. Zyklopen ist vernichtet. Wachen! Thank you.
Herkules! Ich wusste, dass er mich nicht vergessen wird. Er wird uns retten. Ich werde nie mehr frei sein. Verlier nicht den Mut, Alkinoe. Du wirst frei sein wie ich. Auf mich wartet der Tod. Ich weiß, auf mich wartet der Tod. Ihr braucht euch nicht mehr zu fürchten. Ich werde euch befreien. Herkules ist in der Stadt. Ich bringe euch zu ihm. Beeilt euch, bevor Eurytus eure Flucht bemerkt. Du bist gefährlicher als eine Schlange. Jedes Wort von dir ist eine Lüge. Wenn du nicht willst, bringe ich dich mit Gewalt zu Herkules. Du kannst. Ruf nach Herkules. Ruf doch Herkules. Ja, ja. Ich rufe ihn auch. Herkules. Herkules. Warte, du Held. Sieh dir das an. Weißt du, was da auf dich lauert? Aber du musst es dir genau ansehen, mein Täubchen. Du Mörder! Siehst du sie auch, Herkules? Schlangen. Ich weiß, dich erschrecken Schlangen nicht. Du hast sie schon als Kind beim Spielen erwürgt. Aber dein Weib fürchtet sich vor ihnen. Wie ein schlüpfriges Geschmeide werden sie sich um ihre Glieder schlingen. Fürchte meine Rache, Eurytus! Nein, Herkules! Hier ist deine Macht zu Ende. Fall auf die Knie, du Held, und bitte mich um das Leben deines Weibes. Ich will dich vor mir knien sehen. Na los, wirf dich auf die Knie, du Sohn der Götter! Auf die Knie mit dir und bitte mich. Oder ist dein Stolz doch größer als deine Liebe? Bitte mich, Herkules. Bitte mich jetzt. Bitte mich. Ich bitte dich, König Eurytus. Ich bitte dich, töte nicht mein Weib. Ich tue alles, was du willst. Nein, Herkules. Ich weiß, was mich erwartet. Diese Stunde gilt nur noch meiner Rache. Ich fürchte auch nicht den Tod, wenn dein Weib mich begleitet. Hast du es so eilig, sie sterben zu sehen? Ich habe dich geliebt. Seit damals, als ich dich sah. Du hast mir das Leben gerettet. Ich liebe dich. Jetzt kann ich auch für dich sterben. Thank you.
Herkules! Hier, sieh mal! Du kannst dich noch nicht ausruhen. Es gibt noch einiges zu tun. Geht mal weg. Er schafft es. Da hätten wir 10 Mann. Bravo, bravo, Herkules. So, jetzt ist es genug. Ich will doch niemanden die Arbeit wegnehmen. Ein paar Säulen sind noch aufzustellen. Wenn dieses Haus wieder steht, hoffe ich, die Götter zu versöhnen, damit wir endlich den Frieden finden, den wir uns immer gewünscht haben. Hey, aber so baut man kein Haus.